Herzlich willkommen zu VfL Garching TV zum 8. Spieltag VfL Garching Heimspiel gegen TSV Bogen. Endstand 4:2. Heute bei uns zu Gast der Ersatztorwart David Gruber, der für Stefan Wachenheim, der rot gesperrt ist, heute von Anfang an im Tor stand. 4:2 Sieg nach 1:0 Rückstand in der ersten Halbzeit plus ein Mann weniger. Zwei Gegentore, aber keine Chance bei Elfmeter und Freistoß. Ja gut, wie gesagt, wir haben heute eine sehr gut geschlossene Mannschaftsleistung gezeigt, waren natürlich früh 1:0 im Rückstand. Haben uns dann aber zurück ins Spiel gekämpft, zwar nicht in der ersten Halbzeit, aber in der zweiten Halbzeit sind sehr dynamisch aus der Halbzeit gekommen, haben alles gegeben, haben uns nochmal aufgerafft, richtig Gas gegeben und ja, einer war für den anderen da. So muss es sein. Was war dann die Initialzündung? Zweite Halbzeit, die Halbzeitansprache oder eine Situation? Definitiv die Halbzeitansprache, wie auch unter anderem, dass die Spieler sich gegenseitig ausgesprochen haben, weniger Motzerei in der zweiten Halbzeit auf dem Sportplatz zu sehen war, einfach klasse Fußball gespielt wurde und wir somit uns auch selber belohnt haben. Jetzt zu deiner Leistung. Du wurdest als dritter Torwart heute eingesetzt, weil die anderen zwei verletzt sind oder gesperrt sind. Zu deiner Leistung. Überragend, Ruhe ausgestrahlt und an die Toren keine Chance? Wie gesagt, beim ersten weiß ich nicht, wenn ich es versuche, komme ich eventuell hin. Schwer zu sagen, wenn man es nicht probiert. Beim Elfmeter schwer. Ansonsten, ja, probiert eben Ruhe auszustrahlen, einen sicheren Rückhalt auszustrahlen und halt einfach Mannschaftsdienlich nicht zu spielen. Und wie geht es jetzt nächste Woche weiter? Nächste Woche schauen wir mal die Mannschaftsleistung an. Ich weiß nicht, wie es im Pokalspiel aussieht, ob Bachi da noch gesperrt ist. Ansonsten, Basti ist auch wieder da. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Auf jeden Fall, danke für deine Leistung. Glückwunsch zum 4:2-Sieg. Herzlichen Glückwunsch. Bis dann. Danke, David. Dankeschön.